Hallo und herzlich willkommen zurück. Jetzt habe ich es 1000 Jahre hier laufen lassen. Jetzt haben wir 1 Million Stunden mehr. Oder auch 3 Stunden mehr, weil so lange habe ich jetzt nämlich gerade die Videos hochgeladen. Wo sind wir? Hier beim blauen Punkt wahrscheinlich. Dann als nächstes. Hier ist der blaue Punkt. Dann als nächstes. Das hier ist näher. Wir wollen ja weiterhin diese Festung hier auseinandernehmen und uns wunderschön die Sachen hier krallen. Die Artefakte, die vielen Dienste, was es hier alles noch gibt. Hätten wir gleich von Anfang an machen sollen. Aber ich glaube, weil hier Krieg war, konnten wir noch gar nicht hier alles sammeln, oder? War das nicht so? Vor allem haben wir hier nur 5 Pfeile. Drüben haben wir 6. Warum auch immer. Muss man nicht verstehen, oder? Auf geht's in den Krieg. Oh, da hinten ist das Auge. Es ist unser sogar. Wie cool ist das denn? Vor allem, dass es so angezeigt wird auch noch. Das finde ich cool. Hey, das ist schon wieder so einer. Nein! Ich weiß gar nicht mehr, wem ich hörig bin. Ja, na, ihr kleinen Stinkers. Da ist auch noch ein Hauptmann. Wie viele Hauptmänner hat diese Stadt überhaupt? Wir haben ja schon richtig gut aufgeräumt hier. Wenn wir jetzt nicht sterben, haben wir richtig gut ich hier schon. Ich frage mich, ob die Elben so schmucklose Dinge haben wie wir. Selbst ihre einfachen Gefäße scheinen ungewöhnlich fein. Dieses Artefakt gehörte zu einem Gedeck, das uns vor Jahrhunderten geschenkt wurde. Die anderen Teile zerbrachen, als eines von Mordors vielen Erdbeben sie aus dem Regal warf. Ich wünschte, meine Vorfahren hätten die Scherben aufbewahrt. Ich würde sie gern zusammensetzen. Elbendinge verdienen es, bestehen zu bleiben. Elben leben ja auch 1000 Jahre oder so. Wie laufen die Feste der Elben ab? Mit Würde. Wir haben hier ein und da ein. Oder Menschen. Er ist Level 6. Na? Bist du ein Bestienmeister? Ich nehme ihn mir. Aua. Man kann Dinge richtig machen und man kann sie falsch machen. Rasch. Und ich werde dich gleich richtig töten. Der ist schon mal weg. Ich will den haben. Aua! Schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. Komm, komm. Los. Boah. Der Karagor ist voll OP. Der war ja richtig stark. Mal aufsaugen. Hier bin ich doch. Komm her, Junge. Komm, Junge. Haben wir beide gerufen. Geil. Für unsere Rache tun wir alles. Schade, dass unser nicht levelt. Das wäre geil, wenn der so mitleveln würde. Drei Karagors gegen ein.
Nein, er war doch schon gebrochen. Ja, Mann, jetzt haben wir zwei. Der ist auch gebrochen. Geil, jetzt haben wir drei. Was? Ich hab dir nur deine Karagore genommen. Weg da! Ich töte. Okay, mach du. Er hatte halt ein bisschen Hunger. Oh, es sind nur noch zwei Stück da. War tatsächlich gemeuchelt. Räche dich! Fress ihn, los! Mach Hammer! So, die Rache war dein. Boah, der hat ganz schön reingehauen. So viele Sachen zum Sammeln. Unnötig das LP in die Länge ziehen. Was gehört halt zum Spiel und es macht ja Spaß, hier rumzurennen und das Zeug zu sammeln und dabei Box zu meucheln. Das ist ja genau das, was ich will. Psst. Ruhe, mein Freund, Ruhe. Können gar nicht weiter hoch. Hä? Ich wollte hier hoch. Danke. Bestimmt hier drinnen, oder? Uah! Ich dachte schon. Da ist es! 8 von 11. Wir Gondoraner nannten Minas Ithil Heimat, können aber nicht für uns beanspruchen, es errichtet zu haben. Die Ehre gebührt Vertriebenen aus dem sagenumwobenen Reich Numenor jenseits des Scheidemeers. Diese fabelhaften Architekten schufen eine Stadt aus Marmor, die das Mondlicht spiegelt und von innerer Wärme erfüllt ist. Doch die Schönheit und das Licht erzürnten den Hexenkönig, der sich an Gondor rächen will. Da drüben ist Kankra. Die Numenora haben wie die Elben ein Talent für Türme. So blöd, dass wir bei Kankra mal waren und immer dasselbe gehört haben. Das war blöd von mir. 4 oder 5 Kankras schon Erinnerungen gehabt und gedacht, dass ich die kriege, aber ich muss ja immer dann dieses Video freischalten. Ich im Licht, unter der Sonne. Doch das ist nicht mein Schicksal. Wie schon meine Mutter vor mir, verzehre ich das Licht. Es nährt einen unstillbaren Hunger. Aber ich kam aus der Dunkelheit. Und kehre stets dorthin zurück. Die Höhlen sind mein Heim. Sind dann wie überall Augen. Jetzt wird's lauter. Da ist das Auge. Jawohl! Das war so eine Minisekunde nur. Wie ihre Mutter Ungoliant ist Kankra eine gefährliche Verbündete. Aber eine starke Verbündete. Wie mega schnell gehen denn diese Dinger? Da sucht man die Stunden und Jahre lang. Ich will jetzt mal Hauptauftrag weitermachen. Die Arena. Der Hexenkönig wird versuchen, uns zu schwächen. Er wird versuchen, uns rauszulocken. Lasst die Menschen in Ruhe. Boah. Das hatte er aber jetzt auch verdient. Auf mir näher zu rennen. Ja, ich will mehr als nur einen verskillen.
Geheime Macht. Erfolgreiche bringen deutlich mehr Macht ein. Geisterhafter Sprint. Oh, hier gibt es so viele coole Sachen. Explodierender Pfeil. Spinnen, die lässt eine Feuerstelle in Sorge dafür, dass die Spinnen die Gegend überlaufen. Barbarisches Eis. Brutale Kälte. Reinigende Glut. Setzt sogar in Brand. Speerfeuer, Wellenschiff. Zuschlagen. Mächtiger Schwung. Schatten aufsetzen. Machen wir erstmal das, weil ich will den Drachen. Ja, Mann! Wenn wir jetzt den nächsten Drachen haben, können wir ihn sogar zähmen und rumfliegen. Geil. Das war ja das, wo ich es auf angelegt habe, nicht aufgelegt. Eigentlich wollte ich gerade FIFA spielen, aber ich habe so Bock auf dieses Spiel. Ich will immer dieses Spiel hier spielen. Ich kann ja nicht mal aufhören, hier zu spielen. Arena. Das hört sich nicht gut an, Leute. Ja, servus. Die Uruks haben einen Boten geschickt. Wir können den Mündern Saurons nicht trauen. Die Arena. Der Feind hat sich bei der Arena versammelt und der Hexenkönig vor den Grabwandler heraus. Der Hexenkönig? Was? Mama! Ach du Scheiße. Die Orks, es werden immer und immer mehr. Sie bereiten einen neuen Angriff vor. Ach du Scheiße. Dein Vater ist seit der letzten Schlacht verschwunden. Ich werde nach ihm suchen lassen. Hä, wer ist das denn? Nein, das ist nicht jetzt der, der mich schon zweimal getötet hat, oder? Welch Teufelswerk ist das? Der Hexenkönig ist gekommen, um mit uns zu verhandeln. Der Hexenkönig will verhandeln. Die Klinge meines Vaters! Meine Orks haben euren General. Schickt mir den Waldläufer vom Schwarzen Tor. Möge er durch die Hand meines Champions sterben. Im Gegenzug bleibt euer Anführer verschont. Weigert ihr euch, wird alles Lebende leiden. Ich komme wegen dir, Talion von Gondor. Du musst verstehen, dass die Uruks keinerlei Gnade kennen, dass mein Vater längst tot sein könnte. Ignoriert ihren Spott. Wir dürfen nicht zulassen. Die Uruks lieben das Spektakel. Wir ziehen alle Blicke auf die Arena. Dann schleichen wir in ihr Lager und suchen meinen Vater. Kann ich das von dir verlangen? Sie werden ihr Spektakel bekommen. Töte ihn nur nicht zu schnell. Ach du Scheiße. Nein, gegen so einen hässlichen Troll. Sie scheinen viel der von ihrem Champion zu halten. Und eins ist sicher, von der Größe her ist er im Vorteil. Das stimmt. Aber wir sind in der Überzahl. Deine Stadt wird brennen. Die Plage der Menschheit wird ausgebrannt werden. Hä? Habe ich nicht schon mal gegen so einen gewonnen?
dachte, ich hätte schon so einen Champion besiegt. Ich habe schon mal gegen so einen Champion gekämpft, oder? Bin ich jetzt blöd? Warum kämpfen wir jetzt nochmal gegen so einen? Sagst du? Aua! Weil damals habe ich erstmal alle freigelassen hier, die ganzen Karagor, das weiß ich noch. Wir haben definitiv schon mal gegen ihn gekämpft. Hat das die abgespeichert oder was? Die Karagor sind meine Freunde. Auf mich anzugreifen, ich befreie gerade deinen Freund. Hä, ich hänge hier fest. Benommen, er ist benommen. Breche jetzt. Jetzt sehr gebrochen. Der ist auch gebrochen. So, da hat der kleine Troll gegen die kleinen süßen Karagorchen verloren. Verhöhne die Menge. Zu gut. Idril braucht mehr Zeit. Soll ich für sie tanzen? Nun, wenn du es so nennen willst. So. Sind fast alle Karagor uns. Verhöhne die Menge. Hä, wie meinst du das? Wie soll ich die Menge denn verhöhnen? Ich bin gefangen. Da hinten ist was. Verhöhnen. Ich kam in diese Arena, um gegen Saurons Ringen anzutreten. Ich warte immer noch. Der Champion ist tot. Ein neuer Champion. Boah, wie die den zerfetzen, das ist ja geil. Hat der schon halb down? Jetzt kommen schon die Zuschauer und helfen, oder was? Du schreitest nicht einfach aus dieser Arena. Du wirst hinausgetragen. Von einem Dutzend Orks. In ein Dutzend Einzelteilen. Du weißt schon, dass du gerade am Sterben bist. Aua. Aua. Nein, ein Karagor hat's erwischt. Jetzt haben wir nur noch einen, der ist auch fast down. Boah, ich habe glaube ich den eigenen Karagor getötet aus Versehen. Der Arme. Ich hab dich lieb. Aua! Hä, bist du gar nicht? Ich will einfach nur mal jemanden aussaugen. Da ist ein Artefakt. Boah. Shit. Das war dumm. Okay, das war gut. Boah, ich wollte den gerade aussaugen, dann greift er mich an.
Zu spät, mein Freund, ich habe mich geheilt. So, er ist gleich weg. Ja, Mann! Weg mit dir! Du hast unsere Karagore getötet, du. Au! Das wird Rache. Au! Boah! Der nächste. Ich töte dich, weißt du? Denn Herzfresser, niemand sonst scheint dazu fähig. Und jetzt sehen alle zu. Also muss ich es tun oder die lachen über mich. Ja! Ich lache eh schon über dich. Ich hasse so Arena-Kämpfe. Den nächsten erwischt. Waren hier nicht auch irgendwie so Krogfässer? Bisschen. Jawohl, geheilt. Da ist eins. Ich muss ihn nur versuchen, hier anzulocken. Das erwische ich zwar mich auch selbst, aber die erwischt auf jeden Fall mehr. Aua! Überlebe den Kampf in der Arena. Elfenlicht. Elfen vor allem. Elben. Drachenwut. Ja, Mann. Liebe Drachenwut. Boah. Das ist der Erste, der es überlebt hat. So viel zu, hier gibt es bestimmt keine starken Gegner. Nein. Letzte Sekunde. Hier muss doch einer sein. Ich sehe ihn doch. Hier ist doch so ein gelber Punkt. Ja. Ich habe mich nur mal kurz geheilt, mein Freund. Aua! Dein Kopf muss ab. Es wäre schön, wenn einer mal wieder fällt, langsam. Jawohl. Weil es werden mich zu viele. Aua! Unglaublich. Ach, wenn du mich schwächst, was ist dann, wenn mich keiner schwächt?
Weg mit dir. Angepasst, das gibt's doch nicht. Grausige Morde. Hä, was macht er da? Nein, es reicht nicht. Nein! Wie hat er mich gekriegt? Ich kann mich nicht wehren! Mann, wir waren so weit. Egal, wie viel Zeit du unter ihnen verbringst, du bist nicht länger einer der ihren. Dieses Leben ist Vergangenheit. Wir waren so weit. Wir waren so weit, Mann. Wie ärgerlich. Wir waren wirklich richtig weit. Lass mal was trinken. Kommt jetzt wieder der Troll zuerst? Ne, er kommt wenigstens. Cool, aber die Karagore sind jetzt wieder alle da. Das macht's einfacher. Kann den auch noch befreien. So. Dass sie so ein bisschen mal hier Aufmerksamkeit machen. War da noch einer gebrochen? Ja, Mann. Und durch Karagor. Jawohl, erzürne, mein Freund. Finde ich gut, dass er erzürnt ist. Ist der Karagor gebrochen? Jawohl. Auch der gehört uns. Lass den Karagor in Ruhe. Da ist noch einer gebrochen. Los, zusammen mit dem Kleinen. Ja, Mann. Renn ist doch ein Karagor. Der ist auch gebrochen. Gut, dann haben wir wieder zwei. Also jetzt wieder einen. Der eine ist mich gleich tot. Aber es werden wieder mehr. Hat er nicht aufgepasst? Aua! Tja, kaum sind Karagor im Spiel, hast du keine Chance mehr, mein Freund. Noch jemand. Erzfeind, Skot, Schriftgelehrter. Der Gladiator. Legen den. Ach du Scheiße. Was haben wir uns nur hier eigentlich angetan? Au! Jetzt bräuchten wir wieder die Karagore.
Boah. Ich erinnere mich noch an jeden Kampf, sogar an die ersten in Udun. Die Menge kennt dich nicht so wie ich. Und dennoch bejubeln sie deinen Tod. Bei dem, was ich danach mit dir vorhabe, schauen sie jedoch sicher nicht mehr so gern zu. Was will er von mir? Oh, ich bin vergiftet. Sind zu viele jetzt. Bräuchte ich so Karakor, ich habe aber keinen. Scheiße. Wir können auch niemanden herrufen. Weg mit dir. Elbenwut jetzt. Geil. Jetzt hat mich einige erwischt. Hat mich natürlich auch selbst erwischt, aber der Gegner hat mehr Schaden bekommen. Boah, vergiftet schon wieder. Ich hasse so Gifttypen. Hat aber gereicht zum Heilen. Wir müssen vor dem Gift aufpassen. Na. Ich glaube, wir haben echt null Schaden gemacht bis jetzt. Boah, Alter. Nein! Der ist zu stark, der Typ. Glaubst du, es ist der Palantir, der diese Stadt retten wird? Zu stark. Machen wir noch eine Folge draus. Dann geht's hier gleich weiter.